Ich gehe BTS, weil ich einen Lehrberuf erlernen möchte. Ja, ich gehe ins Bulli, weil ich gerne Lehr machen möchte, als Einzelhandelskaufmann. Und im Bulli kriege ich heute halt die benötigte Unterstützung, dass das was Gutes werden kann. Weil ich nächstes Jahr Lehr machen möchte und das dann die ideale Schule für ihn ist. Man lernt ganz viele verschiedene Sachen, zum Beispiel wie man ein Buch führt, wie man eine Firma richtig vermarktet. Man lernt halt wirklich das, was man braucht. Jetzt legen wir Motoren und bauen es dann auch wieder zurück. Da fahren wir das Werkstück beim Aufbauen, machen wir unsere Skizze, dann reißen wir es an und dann bauen wir schon mit Arbeit. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema Ernährung und breiten deswegen eine Speisensorge zu. Wir lernen verschiedene Lebensmittel kennen, außerdem Tischmanieren und wie man den Tisch deckt. Wir dekorieren einen ganzen Schulbereich und können so kreativ sein. Ja, also, wir lernen den richtigen Umgang mit Strom und wie man richtig löten tut. Ja, also, wir machen Installationsübungen für Aufputz und Unterputz. Wir lernen verschiedene Schaltungen, zum Beispiel Kreuzschaltungen und Wechselschaltungen. Einfache Steuerungen, wie zum Beispiel auf Luxon. Also wir lernen, wie man Computer richtig zusammenbaut und über das Netz lernen arbeitet. Außerdem wiederholen wir das Wichtigste für die Mittelschule. Also da lernen wir die Grundlagen für die verschiedenen Berufe. Zum Beispiel haben wir eine Schneidebrille gemacht zum Jausner und wir haben auch die Werkstatt ausgemalt. Also wir haben voll viele Projekte gemacht im Bau, wie zum Beispiel ein Mobiltunterstand, wo Fundament betoniert worden ist.
Ja, es ist einfach ein Zusammenhalt generell in der Klasse. Wir haben super Lehrer, die uns alles ganz gut erklären können, wo man sich dann wirklich auskennt und so. Dass man mit den Lehrern super zusammenarbeiten kann und dass man einmal in der Woche einen ganzen Tag in der Werkstatt sind. Und wenn wir Werkstatt haben, ist voll die Gaudi und wir machen auch viel Handwerkliches.